wir haben tatsächlich schon den 18. nur noch ein paar Tage und dann ist die Adventszeit schon wieder vorbei. Ja, und wie immer schiebe ich meine beiden Tausch-Adventskalender erstmal zur Seite und wir suchen erstmal das Kästchen Nummer 18. 19. Und hier ist die 8 und da ist gleich die 18. Genau oben drüber. Und wir schauen mal, was uns heute erwartet. Oh, wieder eine Bastelanleitung. Das ist schön. Schauen aber erst nach der Schoki. Und hier haben wir wieder so eine bedruckte Schokolade. Da sind dann so Nikoläuse oder was das sein soll drauf. Und hier ist diesmal eine, wieder so eine dunkle Creme drin. Und diese Creme ist wirklich sehr lecker. Ist aber eigentlich immer die gleiche Creme. So, und dann schauen wir direkt mal, was für eine Bastelanleitung uns denn hier erwartet. Ja, wieder nicht so ganz dann. Gemütliche Schattenspiele. In Schweden haben die Menschen ein ganz besonderes Verhältnis zum Licht. Im Sommer baden sie darin und im Winter holen sie es sich in ihre Häuser. Weiße Lichttüten sind skandinavisch schlicht und sorgen am Abend trotzdem für eine besondere Atmosphäre. Außerdem lassen sie sich leicht selber basteln. Okay. Ja, das habe ich mir gedacht. Da nimmt man einfach so eine Brottüte, ein bisschen Papier, das weiß ich nicht, was das sein soll hier. Eine Papiertüte, ein rotes Transparentpapier, eine Schere, Kleber und ein altes Marmeladenglas und ein Teelicht. Genau, und dann nimmt man die Tüte und hier kann man dann irgendwas Schönes herausschneiden, stanzen, wie auch immer. Und das wird dann hier drauf geklebt. Und dann kommt die Tüte drumrum oder das Teil eben das Glas in die Tüte hinein und schon hat man ein feuersicheres, ja, so ein Teelichtteil halt. Ja, süße Idee. Gut. Okay, oh, habe ich mich nicht erschrocken. Da fing ja auf einmal von alleine wieder an, Krach zu machen. Oh. Puh, Schreckler nach. So, und gestern habe ich zuerst mit Fruchteis ausgepackt und heute mache ich es umgekehrt und keine Ahnung, was hier drin sein könnte. Ein Kuscheltier vielleicht? Ich weiß es nicht. Also es fühlt sich hier so ein bisschen weich an, als wenn das so ein Kuscheltier wäre. Es könnte natürlich auch sein, dass es nochmal extra irgendwie verpackt ist und das hier könnten irgendwelche Figuren sein. Keine Ahnung. Und hier könnten heute Süßigkeiten drin sein. Also das fühlt sich hier sehr nach Haribo oder sowas an, aber es fühlt sich nach noch irgendwas an. Also hier ist noch irgendwas Hartes drin, vielleicht ein Stift. Könnte ich mir gut vorstellen. Ein Stift und vielleicht eine Haribo-Packung oder so. Ja, hier bin ich jetzt echt mal gespannt. Das ist nochmal eingepackt. Und ihr habt schon gehört, dass es was Festeres ist. Packe da gar nicht lange. Aufgeschnitten. Oh, okay, das scheint ein Lama zu sein. Ist es auch. Ja, das ist mega süß. Und zwar haben wir hier so eine Figur, und zwar so ein Lama. Ja, und dann sage ich dir direkt, das kommt unten in mein Wohnzimmer, auf meinen Wohnzimmerschrank. Ja, mega, mega schön, süße Farben und ganz süß und dann mit den geschlossenen Augen noch. Ja, mega, mega süß. Vielen Dank. Und dann schauen wir mal bei Miss Fruchteis.
Ach ja, und die Medizin von gestern, die ich dann netterweise von dir bekommen habe, die habe ich dann heute schon eingenommen und dann musst du dann mal beurteilen, ob sie schon geholfen hat oder nicht. Ne? So, also, und es sind meine Lieblings-Katjes, und zwar die Panda-Bären. Und ich liebe die. Und ich muss euch sagen, es sind immer weniger von denen drin, wo das Gesicht aus Lakritze ist, als von denen. Weil ich esse nämlich die immer zuerst. Also es wird ganz professionell. Als erstes wird die Nase abgebissen, dann die Ohren und dann das in der Mitte. Und am Schluss habe ich dann eine Tüte voll nur noch mit den Dingern, und die mag ich am liebsten. Und die hebe ich mir natürlich immer bis zum Schluss auf. Also so mache ich das bei allem, was ich esse. Ich hebe mir immer das Beste bis zum Schluss auf. Zum Beispiel mit Spargel. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Die Spargelköpfe schmecken mir am besten. Manche mögen sie gar nicht. Ich mag sie am liebsten. Und mein Mann, der hat es immer voll drauf, dann mit der Gabel zu lauern. Und dann irgendwann kommt dann die Gabel angeflogen. Also er klaut sie mir nicht wirklich, aber er tut dann so, als wenn er mir die Spargelköpfe klaut. Und sagt dann, ja, wenn du die nicht magst, ne? Weil ich sie ja am längsten auf dem Teller lasse. Ja, cool, vielen Dank. Und hier wieder so einen schönen Stift, den habe ich schon öfter von ihr bekommen. Und also nicht exakt den gleichen, aber in so in diesem Style und in dieser Art. Also hier zum Beispiel meine Stifte, die ich hier immer habe, mit meinem Totoro, die ich ja so liebe. Und das hier war der, den ich beim letzten Mal von ihr bekommen habe. Und das ist sogar Tatsache derselbe. Aber diese Stifte sind wirklich toll und die schreiben gut und die liegen auch ganz gut in der Hand. Und ich liebe die wirklich, deswegen, das ist überhaupt kein Problem. Da darfst du mir euch öfter welche von schenken. Ja, und was ich noch im Kalender hatte, das war dieses hier, und zwar wieder mal ein Sonnenkraft mit Vitamin D. Ja, ihr Lieben, und das war auch schon das Türchen Nummer 18. Ja, und es geht weiter mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Okay, ihr Lieben, ich sag Tschüss, bis morgen.